Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial 5.1.0. Und ich möchte heute weitermachen mit den hierarchischen Schaltplänen und hier mit den globalen Labels. Für unsere Relais, die wir hier unten in diesem Schaltplanblatt abgelegt haben, brauchen wir noch eine 5 Volt Zuleitung hier über diese In 1 und 3, das sind hier diese Anschlüsse auf dieser Seite hier unten, also eine positive Spannung, die also auf diesen Schaltkontakt vom Relais geht. Das ist einmal hier diese beiden Netzlabels miteinander verbunden, schwarz, und ich habe hier unten ein globales Label erstellt. Der Unterschied ist jetzt hier, dieses Label, dieses Netzlabel, gilt in der schwarzen Farbe, gilt nur in diesem Schaltplanblatt hier oben, während ein globales Label in allen Schaltplanblättern gilt. So, und das habe ich also jetzt hier angelegt. Hier liegt jetzt also unsere positive Spannung an, die hier über den Connector eingespeist wird auf die Platine, und die geht jetzt auf dieses globale Label. Und ich gehe mal hier in diesen Schaltplan, Rechtsklick, Schaltplan öffnen, und wir sehen hier unten auch hier wieder zwei Label mit der Bezeichnung global, und die sind dann mit dem Label eine Etage höher verbunden. Ich könnte jetzt theoretisch, wenn ich jetzt hier ein solches Label benutzen würde, so ein lokales Label, und würde das jetzt auch zum Beispiel 8 nennen, dann würde das mit dem globalen, mit dem Netzlabel 8 eine Ebene höher nichts zu tun haben. Dieses gilt nur hier in diesem Schaltplan. So, ich lösche das wieder weg. Aber mit diesen globalen Labeln fängt man sich ein großes Problem ein. Wenn ich nämlich jetzt hier mich zufällig mal vertippe, ich habe das nämlich ganz bewusst mal das B groß geschrieben, wenn ich jetzt schreibe, ich mache hier global, mache das klein, habe ich ein neues Label, global, aber das hat mit dem global mit groß geschriebenen B nichts zu tun, gilt aber auch wieder in allen hierarchischen Schaltplänen, auch wieder eine Etage nach oben, aber eben ein ganz anderer Bezeichner. Problem ist, habe ich jetzt viele Schaltpläne und ich arbeite mit diesen globalen Labels, ich brauche mich nur irgendwo einmal zu vertippen, und selbst der DAC-Check, wenn der es nicht merkt, habe ich dann ganz schnell das Problem, dass mein Schaltplan schief läuft und ich unter Umständen dann in der Platine am Schluss Probleme bekomme, weil irgendwas nicht passt. So, ich mache das hier mal wieder zurück. Gehen wir wieder auf dieses Global. Damit ist also hier unsere Spannungsversorgung für den Schaltkontakt wieder angelegt. Und ich möchte euch jetzt nochmal zeigen, wie wir so einen hierarchischen Schaltplan anlegen. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Wie macht man so einen hierarchischen Schaltplan? Wir haben also hier das Symbol dazu. Wir ziehen hier so ein Fenster auf. Mit dem Klick wird das abgelegt. Dann vergebe ich hier noch einen passenden Namen. Ich habe das jetzt hier schon mal Rotor 2 genannt und auch einen Schaltplanname Rotor 2, Zeitstempel lassen wir so. Ich breche jetzt hier mal wieder ab. Damit hätte ich dann dieses Schaltplansymbol, dieses hierarchische Blatt eröffnet, und ich kann dann hier mit Rechtsklick Schaltplan öffnen nach unten einwechseln. Und ich habe hier auch schon mal vorbereitet nochmals zwei Relais zu eingefügt, und jetzt gibt es zwei Wege. Es gibt jetzt einmal den Weg hierarchischen Bezeichner hinzufügen, und es gibt den anderen Weg hierarchischen Pin am Schaltplan hinzufügen. Und ihr seht schon, diese beiden Symbole sind in dem Pfeil, der sich hier bildet, unterschiedlich. Der eine weist nach rechts und der andere kommt von links. Die hierarchischen Bezeichner werden nach oben hin exportiert. Das heißt, alle Ausgänge kann ich wirklich hier mit diesen hierarchischen Bezeichnern machen. Ich nehme mal jetzt dieses Werkzeug an, klicke hier drauf und vergebe das und nenne das jetzt hier out. Und ich hatte das klein geschrieben. Out 7
So, das ist Out Nummer 7. Ich kann das mit Rotate entsprechend drehen, lege das ab. Das gleiche tue ich hier oben. Auch hier, ich nenne das jetzt Out 8. Out 8. Auch hier kann ich wieder mit Rotieren ablegen. Und damit habe ich diesen Pin jetzt nach oben hinaus exportiert. So, ich möchte jetzt auch hier nochmal diese Pins mit für In einlegen. Auch das mache ich jetzt mal nicht mit einem globalen Label. Ich könnte natürlich jetzt hier globales Label vergeben, sondern ich nenne das jetzt hier mal In-7. Lege das hier dran ab. Und dasselbe tue ich hier nochmal mit diesem Eingang In-8. So. Die habe ich hiermit abgelegt. Jetzt haben wir hier noch zwei Eingänge, die Steuereingänge für die Spulen. Die werde ich jetzt auf dem anderen Weg beschreiten, weil die muss ich ja von oben hier in diesen Schaltplan hineinführen. Dazu nehme ich dann das andere Werkzeug, nämlich den hierarchischen Pin. So, jetzt kann ich hier wieder rausgehen. Ich habe das erstmal soweit belegt. Das sind also Pins, die von unten nach oben geführt werden. Und ich kann jetzt hier das Werkzeug hierarchischen Pin importieren anwählen und klicke einfach hier in dieses freie Feld. Damit habe ich dann den ersten. Klicke ich nochmal rein, habe ich den zweiten. Klicke ich nochmal rein und das wird jetzt ein Eingang. Habe ich den vierten Pin und jetzt sollte hier noch in 8 und wenn ich jetzt hier klicke, wird gesagt, wir haben hier nichts mehr hinzuzufügen. So, das sind jetzt unsere Pins und ich habe gesagt, diese Ausgänge, die möchte ich mal hier auf den Connector führen. Dann lege ich hier einfach mal eine Leitung auf diesen Pin. Selbiges mache ich hier nochmal in die andere Richtung. Damit sind diese Relais jetzt vom Ausgang her am Schaltkontakt mit diesem Connector verbunden. Und ich brauche natürlich hier noch meine Spannungszufuhr. Die habe ich jetzt hier oben ja abgeführt. Hier haben wir In 1 und 3, das sind diese beiden Relais. Und das globale Label für die beiden Relais, die hier im Schaltplan 1 sind. Und ich führe jetzt von hier aus meine Spannungsversorgung hier an den Eingang in 7. Und damit ist das Relais zumindest am Schaltkontakt, das sind die beiden Relais an den Schaltkontakten, mit Spannung versorgt, die dann hier auf diesen Out-Pins wieder ausgegeben wird. Jetzt hatte ich ja gesagt, brauchen wir noch die Spulen für die Ansteuerung. Und ich möchte jetzt hier einmal noch den Pin 3 nutzen vom Arduino. Dazu entferne ich mit der Delete, also gehe ich hier mit dem Cursor drauf auf das Kreuz für keine Verbindung, dann drücke ich Delete. Jetzt muss ich die Auswahl klarstellen, das tue ich hier, indem ich hier keine Verbindung anwähle. Damit habe ich diesen Pin wieder freigeschalten und ich gehe jetzt hier mit der Taste C, kopiere ich mir jetzt mal hier dieses lokale Netzlabel und mit R drehe ich es mal hier passend rum und lege das mal hier ab. Und jetzt brauche ich hier einen Pin, hierarchischen Pin, dem hinzufügen. Das ist also hier unten dieser Button. Und ich klicke jetzt hier mal auf diesen Schaltplan, auf diese Linie von diesem Schaltplansymbol. Und ich nenne das jetzt mal einfach hier 3. Aber das machen wir anders. Das nennen wir jetzt hier K3, dass er das auch genau getrennt hat. Und es muss ein Eingang sein. Es wird ein Eingangspin, denn es kommt ja vom Arduino und geht in dieses Relais hinein, was auf dem tiefer liegenden Ebene, Schaltplanebene liegt. Also ein Eingangspin. Muss also hier die Richtung bestimmen. Und ich kann den jetzt hier ablegen. Ja, ein bisschen positionieren, dass es sauber wird.
und mit W verbinde ich den. Als nächstes nehmen wir hier nochmal den Pin A6. Auch hier entferne ich wieder dieses keine Verbindungssymbol und mit der Taste C führe ich das hier unten nach unten. Dann machen wir hier einen Rotate. Ich lege das hier ab und ich füge jetzt hier noch einen hierarchischen Pin hinzu. Ich nenne den jetzt mal K4. Auch das wird wieder ein Eingang. Den lege ich hier ab und mit Wire verbinde ich das. So, ja, logischer wäre jetzt gewesen, 7 und 8 zu wählen, aber ich denke, es ist trotzdem verständlich. Ich wechsle nach unten in den Schaltplan und lege jetzt hier den hierarchischen Pin wieder ab. Halt, ich muss jetzt hier natürlich einen Bezeichner, hierarchischen Bezeichner hinzufügen und den nenne ich jetzt hier einmal K3 und lege den ab. Die Namen müssen jetzt gleich sein und K4, auch das sollte dann hier wieder abgelegt sein und damit sind diese Pins jetzt verbunden. So. Und wenn ich jetzt hier nochmal die Annotation ausführe, dann wird das alles annotiert und ich führe mal den DHC-Check aus. Wir starten mal und siehe da, et voilà, es gibt keine Fehlermeldung mehr. Das heißt, es sind jetzt hier die Pins verbunden und damit habe ich euch auch beide Wege gezeigt. Ihr könnt also mit den hierarchischen Bezeichnern von der niederen oder unteren Schaltplanebene über das Importwerkzeug dann in die obere Ebene wechseln und eure Pins von unten nach oben sozusagen oder eure Wire und Netze von unten nach oben führen und wenn ich jetzt hier nochmal verlasse mit den hierarchischen Pins dann wieder Netze von oben nach unten in einen Schaltplan hineinführen. Ich denke, das dürfte jetzt soweit verständlich gewesen sein. Bitte an dieser Stelle nochmal der Hinweis, Vorsicht mit diesen globalen Labels, denn ich könnte jetzt auch hier dieses global in diesen Schaltplan oder in diesem Schaltplan hier unten verwenden. Auch das würde funktionieren. Dann würde ich mir diese beiden Innenpins hier sparen. Wie gesagt, so ist es aber deutlich übersichtlicher und auch für die Fehlersuche oder für irgendwelche eine Suche im Schaltplan ist so etwas hier deutlich nachzuvollziehen, besser nachzuvollziehen als hier so ein globales Label. Denn auch hier ist drin, in diesem Schaltplan Rotor Steuerung Sturm 1, sind ja diese globalen Labels verwendet und ich sehe hier gar nicht, dass die da unten drin sind. Ich müsste also jetzt hier erst wieder mit Rechtsklick in den Schaltplan wechseln, um überhaupt zu sehen, dass da solche Labels verwendet wurden. So, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Bei Fragen, Wünschen und Anträgen habt ihr die Kommentarleiste. Ich werde mich dann bemühen, das mal zu beantworten und ich wünsche euch viel Spaß mit KiCad. Tschüss und bis zum nächsten Mal.